Hallo liebe Zuschauer, ich heiße euch herzlich willkommen bei meinem RPG-Projekt von Minecraft 1.12.2. Ich habe extra noch ein paar Mods hinzugefügt, um ein bisschen mehr Content zu haben, aber auch mehr zu bauen und bessere NPCs zu haben mit dem Commerce Alive Mod, der gerade nicht hier ist. Vor allem so zum Beispiel Armorstand mit Händen, wo man die Armor auch besser sieht und ein Schwert hat. Beim Supplenty, das ich jetzt gerade nicht auswählen werde, der World Generation, aber es ein bisschen reintun werde. Und ja, DecoCraft natürlich, da habe ich sehr lange gewartet. Das kam erst seit ungefähr 6 Tagen auf 1.12 raus. Natürlich auch ein bisschen Technik, auch um andere Welten zu machen. Und eben vor allem optische Mods oder auch Content-Mods wie ja, eben bessere NPCs oder etwas zu farmen oder ja, Plattformen zu machen, um irgendwie besser zu bauen. Oder eben zu sitzen nur oder zu craften, zu schmelzen und so weiter. Gut, wir machen eine neue Welt natürlich, wie in jedem Let's Play eigentlich üblich ist. Und wir nennen es jetzt einfach mal RPG. Ja, Welt. RPG LP. Ja, so. Gut. Oh, der Mod-Welt noch kurz noch hinzufügen, sorry. So. Gut, sehr gut. Dann haben wir die eigentlich sehr passend beschriftet. Ich möchte eben RPG machen, das heißt eigentlich recht viel Natur, also so wie man jetzt wirklich in einer Welt ist, ein bisschen sich verhalten. Nicht gerade alles durchzuspielen und auch auf Probleme stößt mit anderen NPCs. Das gehört jetzt nicht nur Commerce Alive, sorry, dass ich das nicht so gut aussprechen kann, und sondern auch Custom NPC. Da müssen wir einfach ein bisschen lernen, damit umzugehen. Natürlich auch mit Tinker's Construct und RF-Tools, aber auch eben viel zu tun, dass es nie langweilig wird, weil wenn ich jetzt würde nur 1.12.2 spielen, dann würde es nach einiger Zeit natürlich schon ein bisschen schlecht gehen. Ich zeige euch kurz von der neuesten Version von wie heißt es schon wieder? Baumsplendig, genau. Die Einstellungen, da könnte man eigentlich alles recht schnell einstellen oder auch langsam. Aber es macht einfach die Welten für andere Mods so ein bisschen kaputt, weil vieles nicht mehr spawnt. Und das kann man halt nicht so einstellen. Das habe ich versucht einzustellen, aber es ist zu wenig Einstellungsmöglichkeiten auch. Ich werde eventuell Sachen, die man jetzt wirklich nicht bekommen kann, weil wir nicht den Welttyp haben, ja, irgendwie mal durch eine Quest oder so zur Verfügung bringen. Aber wirklich nur, wenn man jetzt wirklich etwas geleistet hat oder so. Gut, also, wir machen Cheats an. Eventuell müssen wir wirklich etwas schützen oder so. Sonst, ja, oder generieren sogar. Gut. Also ich habe jetzt schon ein paar Mal ein paar Welten verschieden generiert und ich finde es jetzt so am besten. Natürlich ist es jetzt auf den ersten Blick die langweiligste Art, also einfach zu machen vom Spiel aus, oder? Aber mit Mods wird es natürlich viel, viel spannender und das möchte ich ja. Das ist einfach dynamisch, dass man jeden Mod einmal sieht. Und gut, wir spawnen in einem dichten, ja, ziemlich dichten Fichtenwald.
Tiger heißt sie. Mal kurz schauen. Wo steht das? Ja, Tiger. Gut. Es gibt ein paar Mods, die Blumen hinzufügen. Es ist recht voll hier. Hä? Wir tun jetzt mal die Sachen, die wir jetzt noch nicht machen und nicht brauchen. Mal ins Inventar und fangen mal den ersten Baum an zu kloppen. Was war das jetzt? Vielleicht vom Ding. Vom Welt generieren noch. Ich weiß jetzt gar nicht, das ist alles anders. Ich hätte es wahrscheinlich lesen müssen, was dort stand. Also, Waypoints. Gut, neu. Machen wir einfach mal einen Spawn. Ich denke, ich mache mal so eine Farbe, die ich jetzt weniger brauche. Kann man das irgendwie so ein bisschen mischen? Eher nicht. Schade. Aber damit wir wissen, wo wir gespawnt sind. Ja, nach einiger Zeit geht es ganz am Anfang. Es sind eben sehr viele Objekte, die spawnen. Und das könnte Java so ein bisschen überlassen, kurz am Anfang. Aber es läuft wirklich flüssig auf 60 FPS. Ich kann es euch zeigen. Wo steht es? Ganz oben links. Das sind zwei, drei. Immer 60 FPS. Das sollte gut gehen. Also jetzt möchte ich eigentlich erzählen, was ich so plane. Ich möchte viel mit NPCs machen. Ich möchte, cool, ein Igel. Das ist mal genial. Da werdet ihr noch sehr überrascht sein, was alles möglich ist. Oh ja, die Bäume brauche ich noch. Sehr gut, die sind auch besser abbaubar. Wir wollen einfach mal so eine Farmzone machen, wo wir einfach ganz normal Minecraft spielen, aber eine Zone machen, wo eigentlich ein bisschen geschützt wird. Eventuell muss ich die Monster ausmachen, eventuell kann ich sie auch anlassen oder irgendwie etwas machen. Aber es ist einfach mehr wichtig, dass die NPCs dann auch nicht sterben. Die können so schnell sterben. Wache ist auch nicht immer bereit und so Sachen. Das hat mich so im 1.710 eigentlich immer wieder so ein bisschen gestört, dass man nicht so schnell an guten Schutz herankommt für die NPCs, nicht für uns. Für uns, also ich kann eigentlich sehr gut Minecraft zocken. Es wird mir wahrscheinlich schwerfallen, endlich mal zu sterben. Also ob ich das will, natürlich. Oh, das sind Ananaspflanzen scheinbar. Also Fichtenholz. Und dann möchte ich gerne mal eine Stadt anfangen, wo auch die NPCs dann sind, aber die Custom-NPCs ja schon mit rumlaufen, aber nicht allzu viel vom Commons Alive. Weil die können noch mit einiger Zeit auch ein bisschen nerven, sich zu schnell vorpflanzen, wenn sie es können, weiß es auch nicht, und so weiter. Das ist dann auch nicht so gut. Ja, tut mir leid, dass meine Stimme nicht gerade so gesund wirkt. Es ist wirklich wieder so eine Zeit, wo ich gerne mal ein bisschen krank bin. Aber ich schaue, dass ich gut reden kann. Einfach, dass ich ein bisschen kränklich wirke. Das kann man halt nicht einfach wegmachen, aber es wird immer wieder besser natürlich. So, wir haben sehr viel Kohle hier, sehr gut. Ah, das ist eine schöne Welt, sehe ich jetzt gerade auf der Karte, jetzt sehe ich sie wieder nicht. Jetzt sind wir ein bisschen unterirdisch. Vielleicht kann man das auch ausmachen, aber ich würde das jetzt gar nicht mal so ausmachen. Hey, hallo. Ah, ich genieße es einfach wieder nach einiger Zeit, Minecraft zu spielen, weil, ja, ich kann eigentlich nie weg von Minecraft. Das ist so ein gutes Spiel, es motiviert mich immer wieder aufs Neue, etwas auch Neues auszuprobieren. Und das möchte ich einfach diesem Mod Let's Play machen. So, ich brauche noch Kohle, der mir nicht allzu weit weg. Das ist Kupfer, glaube ich. Weil je mehr wir natürlich in Schatten gehen, desto mehr Monster kommen. Wir müssen einfach so ein bisschen die Zone verlassen und eventuell auch wieder zurückkommen, um das Monster spawnen können.
Die können erst in einiger Entfernung spawnen. Und man ist ja eigentlich immer in Bewegung und dann kommt in ein neues Gebiet und dann hat es dort Monster. Das ist also nicht so toll. Ich höre einfach so ein bisschen die Musik weniger, weiß es auch nicht. Ich habe es eigentlich gut angestellt. So. Oh. Das scheinen solche Moorpflanzen. Wie heißen sie? Seerosen zu sein. Sehr schön. Also, wir gehen in diese Richtung, die ich wollte. Müssen ja schon mal Werkzeuge machen, bevor wir dann auch am Tag irgendwo Monster treffen, weil es irgendwo Schattengebiet ist, oder? Da habe ich meistens auch ein bisschen so die Fehler gemacht bei guten Modpacks, dass es einfach zu schwer war für den Anfang. Eine Stange, Steingriff, okay. Leider haben wir nicht so viel Information, es geht halt einfach nicht in 1.12.2, weil viele Mods einfach nicht mehr so existieren, also nicht mehr geupdatet werden. Da hoch irgendwo, bin gerade am Schauen. Ja, ich denke, ich gehe so ein bisschen weiter. Ja, irgendwie hier. Eigentlich irgendwie genau so. Das ist auch Rubberwood, genau. Also. Haben wir hier genug Platz? Ich will schon ein bisschen am Anfang oder in die andere Seite gehen. Bevor wir jetzt hier sesshaft werden, gehen wir lieber in die andere Richtung. Hier hat es neue Bäume. Ja, man sieht es halt eben nicht. Ich bin immer noch geübt, dass ich Weile anhabe. Gibt es leider nicht mehr auf 1.12. Zwei. Und ja. Also Gummiblätter habe ich nicht. Okay. Müssen wir vielleicht zurückgehen, falls keiner droppt hier. So. Also bauen werden wir dann extrem gut können. Ja, jetzt haben wir... Oh, die sehen neu aus. Die sind ein bisschen dunkler. Scheinbar. Okay, ich möchte am besten auf eine Ebene. Tiere haben wir jetzt noch nicht so gesehen. Es gibt wirklich viele, viele neue Tiere. Und nicht so nervig wie More Creatures. Zum Beispiel Schweine haben jetzt auch Ohren. Und einen Ringelschwanz, genau. Darauf habe ich gewartet. Ich kann jetzt nicht sagen, welcher Mod das ist, aber auf Curse, wo die Mods so richtig gut stehen, platziert sind, sieht man eigentlich recht schnell diesen Mod. Ich finde es wirklich toll, dass es wirklich so... früher musste man eben in Foren suchen und hat nicht das genau gefunden, was jetzt gerade man will. Jetzt kann man einfach sofort ja irgendwas eingeben und man findet es. Das finde ich sehr toll. Aber das ist wunderschön hier. Das ist so genial, vor allem auch die Blumen. Es gab früher mal einen Pflanzenmod und der war irgendwie anders. Vielleicht ist es einfach von einem anderen Entwickler, weil Pflanzenmod wahrscheinlich nicht mehr erweitert wurden in den Versionen. Also dass es einfach nicht mehr weiterentwickelt wurde, oder? Mit den Versionen dann weiterging. Und ja, ich finde, hier sollten wir bleiben. Hier haben wir auch ein paar Tiere. Eine Kuh mit Hörner. Sieht alles ein bisschen anders aus, als würde wir eine andere Version von Minecraft haben. Aber es ist alles noch beim Alten. Gut, also den Kristallball von Comes Alive, den setze ich später ein, wenn wir schon mal ein bisschen ein Haus haben. Aber wir generieren kein Dorf, weil wenn wir solo leben und niemand kennen, dann spawnen wir trotzdem in einem Dorf. Das wird einfach so hier draufgesetzt.
Das ist nicht so gut. Also wir müssen langsam ein Haus bauen. Gut. So. Rubberwood geht nicht so gut. Eine Kiste soll ich machen. Und jetzt Holz fällen. Hä? So. Ein Ofen geht nicht. Da müssen wir noch ein bisschen Stein haben. Ja. Gehen wir hier drüben Holz sammeln. Bevor es dann dunkel wird. So. Weil ich habe so einen Baumod. Da weiß ich auch nicht, wie der heißt. Also ja, ich habe ihn einfach installiert, weil ich ihn cool fand. Habe ein bisschen rumprobiert. Aber er heißt irgendwas mit Forest. Und der wird so genial. Wir müssen aber zuerst an Kerne kommen, die ja in so einem Topf gezüchtet werden muss. Okay. Ich habe jetzt die Spitzhacke so. Ich muss das ein bisschen verändern, damit ich da nicht so viele Werkzeuge brauche, die dann doppelt durably verlieren. Ich glaube, wir gehen dort rein. Ja. Das haben wir eigentlich normal. Ja, bleiben wir auf normal. Es wird genug leichter mit ein paar Mods. So. Also nehmen wir die Workbench und die Kiste mit und gehen doch da rein. Hä? Da haben wir noch ein bisschen Nahrung vielleicht für später. Ja. Gut, aber wunderschöne Welt. Also es ist noch richtig Vanilla-like, aber trotzdem mit vielen Sachen bevölkert. Ah, Boot. Okay. Gehen wir hier rein, das können wir gut verdecken, falls wir dann nicht mehr brauchen, diese Höhle. Das wird dann unser Keller scheinbar. Und ja, probieren wir gleich mal eine Tür zu machen. So, da gibt es glaube ich drei. Kennen gar nicht so die neueren Versionen von Minecraft. Bin ja immer auf 1.7.10 eigentlich. Ja, hauptsächlich gerne geblieben. Okay, den Ofen wollte ich machen. Sehr gut. Zum Glück haben wir Kohle gefunden. Können wir gleich mal ein bisschen Fackeln machen. Sehr schön. Ja. Machen wir die hier drauf. Und machen die Höhle ein bisschen größer. Die Wohnhöhle. Ah, schön. Nach einiger Zeit wieder Minecraft zu spielen, ab dennoch alles so ein bisschen zu kennen, was von Vanilla ist natürlich. Ich will ja nicht sagen, dass ich da relativ schnell alles vergesse. Ich tue eigentlich recht wenig, also ja sehr, sehr lange alle Gaming-Sachen behalten und habe dann immer wieder so ein bisschen Nostalgiegefühle für die Games. Muss wieder alte Games spielen, so Sachen. Bin nicht so wie, ja, eben viel zu viele sind, einfach immer die neuesten Games. Aber sie richtig langweilig durchzuspielen und ja, leider manchmal auch zu schnell und so weiter durchzuspielen. Und ja, ich bin einfach einer, der ein Spiel an einem Spiel dranbleiben muss, aber auch eben ein großes Spiel dafür zu haben muss, oder? Ich muss ein großes Spiel haben. Das mache ich jetzt eigentlich mit den Mods und mit dem Rollenspiel. Dann haben wir immer etwas zu tun. Wir haben eine Story, wir müssen da irgendwie durchkommen. Gut. Jetzt, wo wir alleine sind, da kann ich ja eigentlich eher nur so ein bisschen erzählen, was wir machen, aber das ist noch zu wenig, deshalb erzähle ich auch meistens, was so ein bisschen los ist. Wir müssen langsam mine gehen. Wir brauchen ein besseres Werkzeug. Ja. Aber es geht dann alles los, sobald wir ein paar NPCs haben, ein Dorf gefunden haben. Dann geht das meiste Rollenspiel los. Ist das ein Creeper? Was ist das?
Das ist wahrscheinlich so ein Cobblestone von Pflanzmod. Da hat er einfach so diese, ihr habt es gesehen, glaube ich, auf der Wiese, wo das war, oder im Wald, also im Fichtenwald, im Tiger. 1, 2, 3 große Säulen aus Cobblestone, Mossy Cobblestone, also so Sachen, die diese Kletterpflanzen dran haben, damit die nicht immer an den Bäumen hängen. Früher war das immer so, einfach in den Bäumen gehangen, musste man sie elend immer alles abkratzen und so weiter. Ach ja. So, ich mache hier eine Doppeltruhe am besten und werde hier mal Richtung Gebirge. Es ist wichtig, dass wir auch ein bisschen Smaragde finden, um irgendwie an ein paar Sachen zu kommen, die jetzt nicht gerade so auffindbar sind. Ich finde es einfach toll, dass man einfach so langsam mit den Mods vor allem, ohne gerade mit sehr vielen Real-Life-Spielen so ein bisschen ja, kombiniert zusammenleben kann. Das finde ich so cool. Das finde ich so cool und habe nie so richtig viel Zeit. Will endlich mal so richtig alles durchchecken. Erstens, weil 1.13 wahrscheinlich nur ein Technik-Update, also sie haben es gesagt, es wird nur ein Technik-Update sein. Da wird nur Java so ein bisschen schnell gemacht, ein bisschen alles für die Entwickler sein und ja, einfach ein bisschen Minecraft-technisch im Sinne von Comments und so gemacht. Finde ich schade, wird alles ein bisschen aufhalten und das ist nicht so gut für mich, der einfach diese Updates braucht, Minecraft auch ein bisschen fortschrittlich haben will. Deshalb mit Mods finde ich das auch sehr, sehr viel spannender. So, wollen wir eine Treppe, auf der Treppe eine Tür machen. Ja, geht nicht so gut. Müssten wir eigentlich eins höher machen. Ja. Machen wir das gleich mal. Wir finden sowieso genug Bruchstellen. So. Sehr gut. Das geht relativ schnell, alles mit der Treppe. Mit der Treppe geht das also sehr langsam, wenn man es nicht so schnell platzieren kann alles. So, wie geht es den Monstern, den Tieren? Ja. Was werden wir tun? Sollen wir langsam ein bisschen Stein? Werden wir genug Kohle finden? Ja, scheinbar nicht. Werden wir die noch reintun? Rubberwood sowieso. Und ja, dann weiter runter gehen. Das ist eigentlich schon gut, wenn man am Anfang, wenn man noch nicht so viele Werkzeuge hat und so, eher so ein bisschen sich schützt, also indem man einfach die Monster nicht an sich zu, also dass man einfach die Monster nicht gerade vor der Tür hat oder so, also dass sie sich, dass sie einen berühren oder so. Also Kohle haben wir hier, sehr gut. Scheinbar gibt es auch so neue Höhlen, so Grotten, wo einfach so ein bisschen Wasser reinfließt und dann sind so verschiedene seltene, also wenige seltene Gesteine dort. Finde ich richtig toll. Und ich habe so das Gefühl, ein paar Mods arbeiten mit anderen, also mit anderen Mod-Entwicklern, damit das so ein bisschen kombiniert ist. Das finde ich viel toller. Auf 1.17 war damals ja schon, aber man hatte immer so das Gefühl, ein Mod stört den anderen. Und das ist nicht mehr so.
So, wie viel sind wir? Ja, wir brauchen, wo steht das? XY 40. Das ist alles ein bisschen anders. Also, ja, 40, gut. Können wir noch viel weiter runter. Aber die Spitzhacke ist kaputt. Schade. Werden wir also später weitermachen. Und das ist Aluminium oder, nein, Zinn, glaube ich. Das ist schön. So, jetzt bin ich oben. Geht schon recht gut. Hätte das ein bisschen anders vorgestellt. Aber das ist zu gut, weil es wird ja ein riesengroßes Projekt. Ich werde Minecraft natürlich, so wie es jetzt momentan ist, so motiviert ich auch bin, nicht so schnell aufhören. Und vor allem nicht, bis ich da richtig coole Gebäude und so Sachen gebaut habe. Ich habe so geplant an einer Burg und also wirklich eine Burg, wie sie auch im Mittelalter war, oder ein bisschen früher sogar, oder ein bisschen später. Aber auf jeden Fall ja, nicht eine 0815 Burg. Am besten mit einer angrenzenden Stadt. Sie auch so ein bisschen gebirgig machen. Also ja, ja, so, ja, dass die Straßen und die Gebäude auch ein bisschen erhöht sind oder ein bisschen vertieft. Und schmale Gassen und ganz viele Läden, dass wir gut viel Rollenspiel machen können. So, wir gehen jetzt mal raus. Gehen kurz noch ein bisschen weiter schauen. Tiere, vorsichtig. Oh, eine Ziege, cool. Ja, also der erste Part habe ich so ein bisschen erzählt. Im zweiten, dritten Part wird es dann ein bisschen mehr rollenspielartig. Also eben, ich bin in diese Welt einfach so gekommen. Wir spielen jetzt nicht. Also ich spiele nicht. Und ich muss mich hier so ein bisschen zurechtfinden, oder? Ich habe jetzt wirklich nicht so gespielt, dass ich jetzt Holz gesammelt habe, Stein gesammelt habe und ein Haus gebaut habe. Ich bin jetzt noch nicht so weit. Ich habe jetzt angefangen, jetzt mal die Erze kurz ja, vorzubereiten. Bin jetzt noch nicht dazu gekommen, ein Haus zu bauen und etwas anzupflanzen. Das geht uns viel schneller. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin natürlich, ja, ja, nicht so gerade erfahren, also dass ich das jetzt sagen kann, jetzt, ich kenne jeden Mod, ich muss jetzt auch zuerst reinkommen. Es ist eigentlich relativ neu, ich habe immer nur kurz 1.12.2 angespielt und hoffe, dass wir ja relativ tolle Sachen erleben und ja, hoffentlich gleich bald ein Dorf finden, wenn wir auf Erkundung gehen. Müssen aber eben uns noch ein bisschen vorbereiten. Ich brauche ein paar Eisenwerkzeuge. Vor allem für die Monster ein Eisenschwert. Und ja, wird alles gut kommen. Ich kenne sehr viele Rollenspiel-Aspekte. Also was ich jetzt als Rollenspiel machen kann, wie ich es spannend halten kann und so weiter. Aber mehr dann im zweiten Part. Dankeschön. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.